Ich will heute gekaufte Waffelblätter füllen. Und zwar zwei Füllungen, eine ganz einfache und eine mit Nüssen, die ich selber karamellisiere und auf dem Herd dann vorbereite. Dafür brauche ich natürlich gekaufte Waffelblätter. Jetzt zeige ich euch, es gibt sie in Rund, die werde ich heute nicht verwenden. Dann gibt es sie in viereckig, in groß, da sind fünf solche Waffelblätter drinnen. Und dann gibt es sie so im Quadrat, da sind 200 Gramm und hier sind 210 bei den großen. Und diese im Quadrat, da sind aber sieben Stück. Das kann dann jeder selber aussuchen, welche er nimmt. Ich werde zuerst die unteren, diese großen, füllen. Und dazu brauche ich die Karamellcreme, die ist schon fix und fertig, die gibt es zu kaufen. Ich meine sogar Kaufland hätte sie. Ich habe diese auf jeden Fall von Mixmarkt gekauft aus dem russischen Laden. Da sind 397 Gramm jetzt bei mir drinnen. Und die gibt es in hellem Karamell und in Kakao, in dunkel. Ich werde jetzt heute so machen, dass ich eine Dose reicht nicht für diese fünf großen Blätter. Man müsste dann halbieren und eventuell dann übereinander stapeln, sechs, sieben. Aber zwei Dosen reichen mit Sicherheit. Dann werde ich das erste Blatt mit hell und das zweite Blatt dunkel, so im Wechsel, dass ich hell und dunkel habe. Und diese anderen, die quadratischen, die sehen dann so aus, da ist das Muster ein bisschen anders. Die werde ich auf jeden Fall füllen mit meiner Nusscreme. Also zwei Füllungen zeige ich euch heute, wie ich es mache. Aber ins Rezept, da schreibe ich noch mehrere Füllungsmöglichkeiten mit rein. Zum Beispiel Vanillecreme oder Kaffeecreme, die man über dem heißen Wasserbad rührt. Oder Mokka-Creme, die auch über dem heißen Wasserbad gerührt wird. Jetzt meine Variante ist heute einfach die zwei fertig gekauften Dosen. Das ist so Karamellcreme wie Milchmädchen, aber schon gekocht. Milchmädchen müsste man ja dann lange kochen, bis man dann diese Karamellsoße erzielt. Könnte man auch machen. Ich nehme immer die fertige Variante für solche Sachen. Und dann schneide ich kleine Stückchen daraus, kleine Waffelstückchen. Und ich finde die immer geschickt, erstens halten sie lang, ja, man kann sie sehr gut eine Woche essen. Und zweitens, gerade wenn ein Geburtstag ist oder sowas, dann hat man oft einen Rührkuchen und eine Torte vielleicht. Und dann etwas so dazwischen, solche Stückchen, die passen immer auf ein Tellerchen. Dann kann jeder sich raussuchen, was er möchte. Zuerst schneide ich auf jeden Fall diese Folie mal weg. Und dann gebe ich alles auf ein großes Brett, welches ich mit Backpapier belegt habe. Nun sind sie ausgepackt und damit ich diese Krümelchen nicht überall herumfliegen habe, habe ich sie auch auf ein Backpapier gegeben. Das ziehe ich mir jetzt einfach weg und gebe mir ein großes Brett mit einem Backpapier auf meine Arbeitsfläche. Und jetzt schichte ich die Waffelblätter im Wechsel mit dieser Karamellcreme und am besten mache ich es mit so einer Teigkarte. Das liegt mir am besten, aber das muss jeder rausfinden, mit was er es macht. Und wenn ich dann sie fertig geschichtet habe, dann gebe ich noch ein Backpapier obendrauf und stelle dann schwere Kataloge oder schwerere Kiste obendrauf als Beschwerung und lasse das dann über Nacht so stehen und am anderen Tag kann ich dann ganz schöne Stückchen schneiden. Wie ich das mache, das zeige ich euch aber im Schnelldurchlauf, denn ich will euch ja dann noch die andere Füllung zeigen und das würde dann die Zeit halt in das Video sprengen.
Jetzt habe ich die 4 Füllungen drinnen. Die 2 Dosen mit 397 Gramm sind auch aufgebraucht. Zweimal die Schokosoße und zweimal die helle Karamellsoße. Und jetzt gebe ich auf das obere Teil wieder ein Backpapier. Und dann beschwere ich es so mit Backbüchern, was ich hier gefunden habe. In so eine große Auflaufform. Und hebe das jetzt beiseite und lasse es bis morgen, dass diese Beschwerung drauf ist. Und dann zeige ich euch morgen, wie ich die Stückchen schneide. Jetzt wären wir mit der leichten Variante aus der Dose fertig. Die andere Creme, die Nussfüllung, die muss ich noch kochen. Das zeige ich euch auch, was ich dazu brauche und wie ich es mache. Für die Waffelblätter, die ich mit Nussfüllung machen will, brauche ich 6 Blätter ungefähr, vielleicht auch 7, je nachdem, wie weit die Creme mir dann langt. Und jetzt habe ich kein passendes Brett gefunden, habe mir so ein Glasbrettchen genommen, auf dem kann ich auch gut schneiden, gebe auch ein Backpapier drauf. Und für die Creme brauche ich auf jeden Fall 150 Gramm Zucker, werde ich karamellisieren auf dem Herd, nicht rühren, bis ich sehe, dass der Zucker schon geschmolzen ist. Und dann gebe ich weiterhin 250 Gramm gemahlene Nüsse. Ich habe jetzt hier 150 Gramm Walnüsse und 100 Gramm gemahlene Mandeln. Dann brauche ich 250 Gramm Butter, die kommen dann auch in die Creme, und nochmal 100 Gramm Zucker. Also insgesamt sind es 250 Gramm Zucker, 250 Gramm Butter, 250 Gramm Nüsse. Also die drei das gleiche Verhältnis. Und dann brauche ich noch 4 Eier, die verquirle ich und gebe sie dann in die nicht mehr kochende Creme, also zum Schluss. Denn wenn ich das in das Kochende gebe, da warte ich lieber ein bisschen, sonst habe ich ja Eierkuchen drinnen. Da muss man dann aufpassen. Und wenn das dann gut verrührt ist, dann kann ich sofort mit dem Befüllen, auch wenn die Creme noch warm ist, anfangen. Jetzt schalte ich den Herd ein. Ich habe jetzt hier keine Induktion. Ich hoffe, es funktioniert auch. Und probiere es jetzt hier. Das ist in unserer kleinen Einliegerwohnung unten, denn hier habe ich Ruhe. Ich probiere es jetzt und hoffe, dass ich es hier auch hinkriege. Man sieht schon, der Zucker, der fängt an zu schmelzen. Vielleicht ist das Licht nicht ganz so gut hier, aber so viel für die Creme wird es auch langen. Ich verquirle jetzt noch die Eier in dieser Zwischenzeit, bis der Zucker schmilzt, und dann geht es ja ruckzuck. Jetzt muss ich ein klein bisschen warten, ein bisschen muss es abkühlen, es darf nicht diese 100 Grad haben, denn es hat ja jetzt, der Zucker ist ja heiß, über 100 Grad.
Da warte ich jetzt 5 Minuten und nach 5 Minuten kann ich dann die Eier unterheben. Ihr seht, es ist nichts angebrannt, da muss man aufpassen und rühren, zügig rühren. Und das ist der ganze Trick. Und natürlich die Eier dann nicht gleich ins Heiße, sonst hat man wirklich Eierkuchen. Ein bisschen warten. Die Creme ist jetzt fertig gekocht. Jetzt rühre ich immer noch ab und zu. Sie ist jetzt doch sehr, sehr heiß noch. Ich lasse sie jetzt noch ein klein bisschen abkühlen. Und sobald sie dann, sage ich mal, noch warm ist, nicht mehr glühend heiß, kann ich sie dann verstreichen. Und hier habe ich mir schon kalt Wasser in die Pfanne und lasse das stehen. Oder man kocht es einmal auf und dann ist die Pfanne auch schon sauber. Wichtig ist, dass ihr dies nicht in einer beschichteten Pfanne macht, weil in einer beschichteten Pfanne kann man nicht so gut karamellisieren. Deswegen nehme ich bewusst so eine Pfanne oder dann einen Topf, aber einen Topf, der doch ein bisschen breiter ist, nicht einen engen Topf. Jetzt, ich habe diese Pfanne, diese Edelstahlpfanne, die ist sehr gut für so etwas. Ihr könnt es ja machen, ihr müsst ja auch nicht das ganze Rezept, das kann man ja halbieren und sich dran wagen. Man kann ja wirklich nur aus 125 Gramm und kann ja die Waffelblätter auch halbieren oder nur die kleineren, die runden kaufen und es mal ausprobieren. Aber schmecken tut diese gut. Wenn ihr riechen könntet, wie gut diese Creme riecht. Sie riecht richtig, richtig cremig. Karamellig, sage ich. Ja, eine leckere Nuss-Karamell-Füllung, selber gemacht. Nun habe ich eine gute Viertelstunde noch gewartet. Jetzt sieht man, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich wirklich damit gleich arbeiten kann. Und wie gesagt, wenn ich jetzt die Oblaten gefüllt habe, diese Waffelblätter, und es bleibt mir etwas übrig von dieser Creme, diese kann man auch locker auf ein Brötchen oder als Brotaufstrich, sie schmeckt so lecker, wenn etwas übrig bleibt natürlich. Bei den anderen weiß ich, da geht immer mit den Dosen, das geht richtig auf, wenn ich 4 große Blätter befülle und das 5. oben drauf. Aber bei diesen weiß ich nie und deswegen, das macht nichts. So, ich gebe jetzt trotzdem, es ist ja doch noch warm unten, sehr richtig warm, das Glas. Ich gebe es jetzt auf einen Untersetzer, auf ein Silikon, damit es mir nicht rutscht. Hier habe ich so ein viereckiges Glas, weil ich kein passendes Brett habe. Ich habe nur größere oder dann kleinere, schmälere. So, jetzt habe ich das Backpapier und jetzt gebe ich die erste Oblate drauf. Hier ist die Musterung anders, aber das macht ja nichts. So, und jetzt fange ich auch wieder an. Jetzt habe ich mir hier einen großen Löffel, damit ich es ein bisschen verteile. Ich mache mal 3 Löffel. Ich muss mich jetzt rantesten, wie viel ich auf ein Blatt brauche. Und dann zeige ich euch, wie ich sie befülle. Und morgen zeige ich euch dann auch den Anschnitt.
Jetzt streiche ich noch die fünfte Lage. Ich habe ja 7 Blätter. Und ich sage euch, mega lecker diese Creme. Eindeutig ist selbstgemachte besser. Hier sind ja auch Nüsse. Jetzt gebe ich wieder ein Backpapier obendrauf. Jetzt habe ich nichts Passendes gefunden, aber das macht nichts. Ich gebe was Größeres obendrauf, das spielt doch keine Rolle. Einfach so ein Tablett, ein Buch, 2 Bücher, vielleicht suche ich noch ein Buch und dann kann es beschwert auch über Nacht stehen bleiben. Für heute bin ich fertig. Morgen, wenn ich den Anschnitt mache, zeige ich euch den Anschnitt von der gekochten Nussfüllung. Ist dies bisschen übrig geblieben und die Waffelblätter, die quadratischen, die ich gefüllt habe, 5 Füllungen, insgesamt 7 Blätter, sind etwa 26,5 mal 26,5, so in dem Dreh die Größe, dass man sich einfach orientieren kann. Deswegen sage ich auch die Größe dazu. Nun werde ich die Waffelblätter anschneiden. Die durften ja über Nacht wirklich beschwert einfach rumstehen. Zuerst schneide ich einen dünnen Rand, den wir ja natürlich auch essen, aber zuerst schneide ich einen Rand mal weg, bevor ich das dann auf eine Platte schneide. So sehen jetzt diese mit der hellen Karamellcreme und mit der Schokoladencreme aus den Dosen aus. Schmecken super lecker. Ich habe eins probiert. Und jetzt werde ich auch von der Nussfüllung auch ein bisschen anschneiden, damit ihr auch den Anschnitt von denen seht. Und dann kann ich auch diese Platte auf jeden Fall verschenken. Nun habe ich beide Schnitten euch gezeigt und angeschnitten, damit ihr seht, wie sie aussehen. Schmecken könnt ihr sie leider nicht, sie schmecken sehr, sehr lecker, also nicht vergleichbar mit denen, die man im Handel bekommt. Natürlich, die Blätter sind gekauft, aber die Füllung macht's aus. Die Waffelschnittchen sind fertig. Ich habe euch jetzt 2 Varianten gezeigt. Mir persönlich schmeckt die selbstgemachte Nussfüllung noch ein Ticken besser wie die andere. Ich hoffe, ihr kauft euch Waffelblätter, ihr macht es nach
Und wenn, dann schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Und ich wünsche euch dabei gutes Gelingen und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.